Mahlzeit, Freunde, hier ist wieder euer Excel. Ich habe richtig Farbe im Gesicht. Ich glaube, ich werde krank. Ich habe extreme Kopfschmerzen und irgendwie ist meine Stirn komplett heiß und warm. Gestern habe ich 800er Ibo genommen, glaube ich, waren das. Ja, und zwar, wie ihr es schon im Titel gesehen habt, geht es heute um zwei Themen. Das eine Thema, das ist abgehakt. Das war die Demo in Berlin. Dazu habe ich noch ein paar Einspieler, die ich vorbereitet habe. Die werde ich im Laufe des Videos natürlich einspielen. Und dazu werde ich natürlich auch mein geistiges Ejakulat abliefern. Und ein anderes Thema, was ich gestern privat mit Unge, also mit Simon, besprochen habe. Meine Wohnsituation ist ja zurzeit ein bisschen bescheiden, wenn ich das so sagen darf. Viele haben es schon mitbekommen, viele aber auch nicht. Ich habe ja in Berlin gewohnt, bin dann wieder von Berlin hierher gezogen. Und diese Wohnung, in der ich mich befinde, das war meine alte Wohnung. Und in dem Moment, wo ich wieder hierher gezogen bin, ich hatte ja davor schon die Wohnung hier gekündigt und es gibt einen bereiten Nachmieter für die Wohnung, weswegen ich aus dieser Wohnung hier raus muss. Ja, der Termin, das ist der 1.4. Das höchste aller Gefühle ist natürlich noch bis zum 1.5. überziehen. Ja, einen Monat überziehen. Wird aber schwer, das irgendwie geregelt zu bekommen mit dem Vermieter, weil wie gesagt, der Nachmieter steht hier schon fest, der möchte ja auch in die Wohnung, das ist klar. Wenn ich jetzt hier einziehen wollen würde und hier würde irgendein adipöses, kurzhaariges Kind drin wohnen, der die Nacht hier die ganze Zeit Nacht rumschreit, dann würde ich mich auch aufregen. Ja? Dafür kann der Nachmieter ja gar nichts. Der hat ja damit nichts zu tun. Ist ja meine Schuld gewesen. Oder was heißt Schuld? Es war nicht meine Schuld, der braucht zwei Wohnungen. Ich habe mich halt verkalkuliert und verplant. Ja? Der Pascal und ich, wir haben sehr, sehr viele Wohnungen uns rausgesucht. Der hilft mir sehr, sehr viel, der Pascal. Der hat auch Ahnung von sehr vielen Bereichen. Der ist ja auch schon etwas älter, steht auch schon mehr im Leben und länger im Leben als ich. Und wir haben sehr viele Wohnungen gesucht und auch gefunden. Waren auf ein paar Wohnungsbesichtigungen. Die Sache war halt, entweder wurde ich abgelehnt, weil hier bei uns in der Provinz ist dieses Medium Internet noch nicht so weit verbreitet unter den Menschen in der Altersgruppe, die ihre Wohnung zu vermieten haben. Ja, wenn ich jetzt zu einem hingehe und sage, hey, ich möchte gerne ihre Wohnung mieten und ich erzähle dem, dass ich Videos im Netz hochlade, lustige Videos oder vielleicht auch mal etwas umstrittene Videos oder manchmal etwas absurde Videos, weil viele halt mit meiner Art und meinem Humor nicht klarkommen, dann schreckt das natürlich erstmal den Menschen ab oder denkt sich dann, hey, nein, ja, lebt vom Internet. Ja, das nehmen die meisten nicht ernst. Die nehmen das nicht ernst, machen sich darüber lustig. Zum Beispiel die, wo hier für dieses Haus hier zuständig ist. Ich will jetzt nicht ihren Namen sagen. Die hat sich auch schon über mich lustig gemacht bei den Nachbarn. Die hat auch gesagt, ja, der Herr Eckmeier da oben, haha, der macht ja YouTube. Ja, YouTube, hat die gesagt, YouTube. Ja, da hat sich auch drüber lustig gemacht. Ja, finde ich halt nicht angebracht. Ich mache mich auch nicht über ihren Job lustig. Ja, wie diese 150-Kilo-Frau in einem kleinen Smart von Haus zu Haus fährt, nur um zu gucken, ob die Mülltonnen sauber gemacht wurden von den Mietern, ja. Könnte ich mir auch drüber lustig machen, mache ich aber nicht. Weil das ist ihr Job. Ja, der Job, der muss gemacht werden, sie macht das, also hat sie Respekt verdient, weil sie ihren Job ausführt. Ja, gut, YouTube jetzt als Job zu bezeichnen, ja, oder... Das ist natürlich auch, das macht man, wie man möchte. Viele geben gar nicht zu, dass es vielleicht ein Job ist oder dass es vielleicht anstrengend ist oder wollen das demjenigen nicht zugestehen, weil die sich sagen, hey, worüber beschwerst du dich eigentlich? Du kannst den ganzen Tag auspennen, ja, du verdienst deinen Lebensunterhalt damit, Videos zu schneiden, Ad-Zerlauf zu rendern und hochzuladen. Ja, aber es ist schon eine psychische Belastung. Nicht wenig. Gerade dann in solchen Momenten, wenn man dann halt wirklich kurz vor dem Nichts steht und dann denkt, hey, ich habe jetzt noch 6 Tage hier in dieser Wohnung, ich habe hier den ganzen Scheiß rumstehen, ich habe keine neue Wohnung, mein Leben ist einfach im Eimer. Ja, also entweder obdachlos oder zu den Eltern. Wobei ich meine Eltern mit der ganzen Scheiße auch nicht belasten möchte. Die haben mich 18 Jahre meines Lebens, gut, die unterstützen mich heute noch, aber ihr wisst, was ich meine. Das geht nicht. Ich würde die damit einfach nur belasten und runterziehen. Ich würde denen so viel Kummer bereiten. Das passt einfach nicht. Deswegen jetzt so eine Information. Ihr habt es im Titel schon gelesen, ja, dass ich mit dem Gedanken spiele,
Auszuwandern. Also ich spiele nicht mit dem Gedanken auszuwandern. Dafür ist es schon zu früh oder noch zu früh. Ich wollte einfach nur damit sagen, dass jetzt habe ich mich wieder verplappert. Jetzt bin ich wieder weiter vorne, obwohl ich noch was hinten. Auf jeden Nee, das. Nee. Zuerst muss man sagen, ich habe am 29., das ist Freitag, glaube ich, ja, Freitag, habe ich schon mal eine Wohnungsbesichtigung. Das ist meine letzte Möglichkeit, weil so kurzfristig. Ja, jetzt werden einige sagen, warum hast du dich nicht schon früher gekümmert? Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Beziehungsweise ich habe viel mehr getan, als ich eigentlich von mir selbst erwartet habe, weil ich ein fauler Bastard bin. Aber ist ja auch egal. Wir haben wirklich sehr viel getan dafür. Natürlich, man hätte mehr machen müssen. Klar, man hätte mehr machen müssen. Das ist meine eigene Schuld. Aber wir haben schon sehr viel getan und das ist jetzt die letzte Chance am 29. Also drückt mir bitte die Daumen. Das ist meine allerletzte Chance, eine Wohnung zu finden. Um einfach mein Leben in den Griff zu bekommen, weil das belastet mich schon sehr. Viele haben es auch mitbekommen. Gestern während des Streams, das sieht man mir einfach an. Man sieht es mir an, dass es mich auslaugt. Ja, das belastet mich einfach. Nirgends zu Hause zu sein, das ist für mich kein Zuhause. Ich habe hier kein Bett. Ich habe heute Nacht auf dem Boden geschlafen. Wir haben 11,5 Stunden, war ich live heute Nacht. Ja, mir haben Leute beim Schlafen zugeguckt. Ich konnte nicht alleine schlafen. Ich habe Schlafstörungen. Ich lege mich drüben auf die Couch, habe Kreuzschmerz, ich habe Rückenschmerzen. Das Ding ist komplett durchgelegen. Ich bin fett. Das ist eine Rollercouch. Ja, das ist Pressholz oder Pressspanner, wie das heißt. Ja, das belastet mich einfach in meiner Psyche und in meiner Kreativität. Ihr habt es ja selber gemerkt. Ich hab jetzt bestimmt 4, 5 Tage kein Video mehr hochgeladen. Gut, man muss aber auch natürlich sagen, zu meiner Verteidigung, es war Demo in Berlin, da sind auch schon mal 3 Tage weggefallen. Ja, also der erste Tag zum Vorbereiten, da war ich noch live und alles, da hatte ich keine Zeit und keinen Bock auf ein Video, weil, keine Ahnung, bin den ganzen Tag hin und her gefahren. Ich muss meine Wäsche bei meinen Eltern waschen lassen und ich muss bei meinen Eltern mich umziehen, weil ich hier keine sauber. Ja, ist auch egal. Das artet schon wieder aus in Mimimi. Ja, das soll auf gar keinen Fall so ein Video werden. Ne? Ich wollte euch einfach nur Bescheid sagen, dass am Freitag die letzte Möglichkeit ist, pünktlich zum Auszug eine Wohnung zu finden. Ne? Und falls das nicht klappt, spiele ich mit dem Gedanken. Ich spiele mit dem Gedanken, das heißt nicht, dass ich das irgendwie in Erwägung jetzt erstmal ziehe, sondern ich spiele mit dem Gedanken, mich weiter zu informieren, was Madeira angeht. Ja? Madeira ist das Eldorado der deutschen YouTube-Szene. Ja? Du hast mehr Sonnenschein als in Deutschland, du hast schöne Strände, du hast richtig geile Portugiesinnen, so 1,60 Meter geile, gelockte. Ja? Machen wir uns nichts vor. Ich werde da eh keine flachlegen. Ja, ich bin übergewichtig und ich schwitze den ganzen Tag. Aber Madeira ist wirklich das Eldorado. Wirklich. Jeder Depp kriegt da eine Wohnung. Ja, da gibt es Wohnungen für 500 Euro warm. Die kosten hier zum Teil in Deutschland sind die bei weit über 1000 Euro warm, diese Wohnungen. Ja, man kann einfach so viel richtig machen dort. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin am Überlegen, ich bin am Abwägen. Es ist auf jeden Fall eine mögliche Option, die vielleicht in den nächsten Jahren, vielleicht irgendwann mal eintreffen wird. Ja, ich weiß es nicht genau. Wir lassen es einfach überraschen. Ich werde mich auf jeden Fall informieren, mal schauen, wie das abläuft. Ich werde den Simon auf jeden Fall dieses Jahr noch besuchen gehen. Ja, und dann einfach mal schauen, wo uns die Reise hinbringt. Ich denke jetzt nicht, dass das in den nächsten 1, 2 Jahren der Fall sein wird. Das denke ich jetzt momentan nicht, weil ich wirklich ein gutes Gefühl habe bei der Wohnung am Freitag. Da habe ich ein wirklich sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, ich habe ja auch alles. Ich habe auch alle Dokumente dabei. Ich habe Schufa, ich habe meine Einkommensnachweise, ich habe meine Kontoauszüge, ich habe alles da. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Ich hatte noch nie irgendwas, noch nie. Ja, ich habe eine positive Schufa, da steht drin, Herr so und so hat bei uns nur positive Einträge. Ist alles grün. Ja, also ich weiß nicht. Einfach mal schauen, wie es wird. Ja, das war jetzt erstmal das erste Thema. Zum Thema Wohnsituation auswandern war das jetzt erstmal das erste Thema, wo ich mich jetzt hier auskotzen wollte. Das zweite Thema, scheiße, wir haben schon 9,5 Minuten. Das zweite Thema ist die Demo in Berlin. Oder das war die Demo in Berlin. Also es ist jetzt Thema, aber die Demo war schon. Ja, ganz einfach. Ich wurde auf Instagram sehr stark kritisiert, weil ich ein Video hochgeladen habe. Das werde ich euch jetzt hier einblenden. Sagen, ich habe Durchfall. Warte, ich war heute im Hotel
war 30 Minuten im Hotel und war in der Zeit zweimal auf Toilette. Und das Schlimmste daran ist, die Toilette war so nah an der Wand, dass mein Oberschenkel nicht hingepasst hat. Das ist Real Talk, Freunde. Ja, für mehr dickengerechte Toiletten in deutschen Hotels. Ja, auf dem Video konnte man sehen und hören, dass ich natürlich mit dem Megafon, dass mir der liebe Kilian, also ne, nicht der Kilian, ein anderer Kilian, ein Junge namens Kilian, den ich schon öfter getroffen habe, sehr, sehr toller Mensch, ein sehr treuer Zuschauer, ja, den man sich halt mal öfter mal getroffen hat auf irgendwelchen Veranstaltungen, der hat mir das Megafon in die Hand gedrückt und gesagt, hier, komm, ja, Stimmung. Ja, es war ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden, oder sagen wir eine halbe Stunde vor der Demo. Irgendwann in dem Zeitraum zwischen einer halben Stunde vor der Demo und anderthalb Stunden vor der Demo. In diesem Zeitraum ist dieses Video aufgenommen worden. Ja, und mir liegt nichts ferner, als mich für dieses Verhalten zu rechtfertigen. Aber ich verstehe halt wirklich, ich verstehe einige Menschen nicht. Ja, ich stehe da in der Menge, es ist ultra heiß, ja, Menschenmengen überall, alle kreischen durcheinander. Ja, es hat noch nichts angefangen, die sind noch am Ton testen, die ganze Zeit war dieses Störgeräusch da, jeder prappelt rum. Und natürlich habe ich mir dann das Megafon genommen und habe gesagt, hey, ich habe Durchfall. Und ich finde daran nichts schlimm. Und dann sind genau diese Menschen, die mich dafür kritisieren, das sind diese Menschen, die entweder nicht zur Demo gehen, ja, entweder gehen nicht zur Demo, oder sie sind bei der Demo, kennt sich aber nur mit Politik aus, genauso wie ich, kenne mich auch nicht mit Politik aus, dass das einfach nur die Masse in Bewegung bringen, dieses gegenseitige Ansporn. Oder das sind Menschen, die zu dieser Demo gehen, sich seit einer Woche mit dem Thema Artikel 13 befassen, aber noch nie in ihrem Leben gewählt haben. Ja, und von solchen Menschen brauche ich mir sowas nicht anhören. Es tut mir leid. Das wäre genauso, wenn ich euch jetzt ein Kochbuch verkaufen würde mit Diät-Rezepten. Ja, also guckt mich an. Ja, sehe ich aus, als würde ich euch ein Buch mit Diätrezepten verkaufen können. Würdet ihr ein Buch mit Diätrezepten von einem wie mir kaufen, wenn ich so zu euch hinkomme? Ey, yo, kauf jetzt hier das Buch, Mann. Das ist voll vegan und pflanzlich und damit nimmst du voll gut ab. Ja, weil, ja, Mann, komm in den Buchclub. Würdest du von mir ein Buch kaufen? Würdest du von mir ein Diätbuch kaufen? Nein. Du würdest von mir auch kein Sportgerät kaufen. Das Einzige, was du von mir kaufen würdest, wäre ein Cheeseburger mit Doppelkäse. Nein, sind wir mal ehrlich. Und von solchen Menschen muss ich mir das nicht anhören. Ja, ich stehe dahinter so. Ich hab Stimmung gemacht. Wir haben alle gefeiert. Da waren Leute, die haben sich betrunken während der Demo. Die haben alle miteinander Spaß gehabt. Die haben alle miteinander Spaß gehabt. Und ich finde, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel auch diese ganzen dreckigen Parteibusse, die da rumgefahren sind, diese Anhänger mit, oh, wir sind die Piraten, ja, oder wir sind die und die und wir haben das und das. Das ist dieselbe Scheiße, wie es bei jeder Wahl ist das so. Ja, bei jeder Wahl ist das so. Die Leute sind entzürnt, ja, die sind wütend, die gehen auf die Straße, weil irgendein Gesetz verabschiedet wird von irgendeiner Partei, die im Bundestag sitzt. Und dann sehen natürlich die Piraten zum Beispiel, ja, Da haben wir ein bisschen Diskussion gehabt, ne? Die Piraten zum Beispiel, die kommen dann hin, schön, ja, Lieder gemacht gegen Artikel 13, yo, ja, wir sind gegen Artikel 13, kommt alle zu uns, ja, wir verteilen hier schön Sticker und sowas, ja. Das ist ganz ekelhaft. Die gehen auf eine Demo, wo junge Menschen gegen einen Gesetzesentwurf oder gegen einen Artikel 13 demonstrieren und ihre Meinung kundtun. Und dann kommen Menschen von der Piratenpartei, die dann einfach diese wütenden Leute abwerben. Wisst ihr, was ich meine? Die gehen dann hin und sagen, hey, du bist gegen Artikel 13? Ja, dann würde ich mal sagen, wähl uns einfach bei der nächsten Wahl, weil wir sind ja gegen Artikel 13. Und genau so ist das. Das ist ein ekelhaftes Abgewerbe. Weil im Endeffekt verbocken die dann wieder irgendeine Scheiße und dann steht bei der nächsten Wahl CDU-Laster bei der Demonstration. Weil die Piraten irgendwas verbockt haben und die CDU auf einmal sagt, ja, wählt uns bei den nächsten Wahlen. Ja, wir machen das nicht so. Ich finde einfach, andere Parteien haben dort gar keine Werbung dort zu machen. Ja. Das ist meine Meinung und ich sag meine Meinung. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ja, über euer geistiges Ejakulat freue ich mich immer, das wisst ihr.
Ja, jeder kann seine Meinung sachlich äußern. Ist sogar gewollt, dass jeder seine Meinung sachlich äußert. Aber ich finde einfach, das ist meine Meinung, ich finde einfach, dass eine andere Partei bei so einer Demonstration nichts zu suchen hat. Nichts. Einfach nur nichts. Ja. Gut. Die Demo an sich war schön. War wirklich schön. Ich habe sehr viele Leute getroffen. Sehr viele Leute von damaligen Zuschauertreffen. Ja, ich habe ja schon mehrere Zuschauertreffen gemacht in Berlin. Da waren wieder sehr viele Leute da. Wir waren abends noch am Alexanderplatz, zusammen mit Koma Carsten, zusammen mit Uwe. Ja, der Uwe. Blende ich auch mal kurz was ein hier. Oh, ab geht's! Ab geht's, aller Uwe! Uwe, du Zigeuner! Uwe, da ist schon die Hälfte drin. Sieh! Cocky Mocky, Junge! Ja, Konkurrenz! Leute, da seht ihr es wieder. Werft euer Leben nicht weg, auch wenn ihr alt seid, Alter. Dann trinkt ihr dann aus. Why do you do this? Du bist so scheiße. Oh mein Gott! Du bist so heftig. Los, Uwe! Digga, wir müssen uns unterhalten. Uwe, schaffst du? Alter. Macht schon mal untenrum Platz, ne? Mit feucht. Das Geile ist, er muss im Zimmer mit ihm schlafen. Er hat richtig Bock, Alter. Ja, toll, und ich bin auch dabei. Danke. Ja. Ich darf den aufholen. Du wolltest doch was haben. Junge, was ist mit ihm, Alter? Was ist? Er hat jetzt erlebt. Das ist eine große Flasche Berliner Luft. Uwe. Sieh, Uwe. Ich hab mehr Zug als die deutsche Bahn, Alter. Uwe! Ich darf ihn ertragen, Alter. Wo sind die ganzen Klamotten? Er denkt nur an hier und jetzt. Ist ihm egal, was nachher ist. Das ist okay. Er ist jung geblieben. Wenn du das mit dir vereinbaren kannst, dann ist das. Ja! Komm nur noch ein bisschen. Ich sag jetzt nichts. Oh, bist du Junge, was ist das? Bist du was ist das? Flasche bei dich. Ja. Oh, ein bisschen. Ja, der Uwe hatte auf jeden Fall auch Spaß, wie man gesehen hat. Ne? Und es war einfach lustig. Es war toll. Und darüber kann man sich streiten. Man kann sich darüber streiten. Hat das was auf der Demo zu tun oder hat das nichts mit der Demo zu tun oder hat das dort was zu suchen oder nicht? Darüber kann man sich natürlich streiten, aber ich finde einfach, ich weiß nicht, ich finde, das ist besser, ja, so Menschen sind besser, die mit guter Laune auf so eine Demo gehen und andere mit in ihren fröhlichen Bann ziehen. Sowas finde ich besser als irgendeine, das war der Oberhammer, als irgendeine Dame oder irgendein Typ, der oben auf so einem Rednerpult steht. Ja, auf so einem LKW mit Lautsprechern irgendwas vor sich hin brabbelt, ja, 10-mal die gleiche Scheiße erzählt, dass Artikel 13 Kacke ist und Axel Voss sich mal irgendwo ins Knie masturbieren kann, ja, und 10-mal das gleiche sagt und wenn dann gar keiner mehr irgendwie mitkommt und keinen Bock mehr hat auf den ganzen Scheiß, das merken die dann, ne, dann wird's leise und dann heißt wieder, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt. Das sind natürlich alle, ne, das hat Ausmaße wie damals 1930 schießt mich tot im Berliner Sportpark. Da steht auch irgend so ein Hannes oben auf der Bühne, hat irgendeine Scheiße gelabert. Und dann, als er gemerkt hat, okay, die Stimmung geht langsam runter, wir müssen irgendwas Motivierendes bringen, das die Menge wieder richtig schön antreibt. Ihr wisst, was passiert ist, ja? Jeder Geschichtslehrer kann euch davon ein Lied singen. Oder ein Buch schreiben. Ja, oder eine Geschichte erzählen. Und ich finde einfach, man hat es richtig gemerkt, also ich habe es richtig gemerkt, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, dass einfach Leute oben auf diesem LKW standen, irgendwas gebrabbelt haben und sobald die gemerkt haben, dass die Aufmerksamkeit schon ein bisschen weiter weggeht, dann kam dieser Slogan, der die Menge natürlich wieder angeheizt hat. Ja, das hat mir so ein bisschen, das hat mir so ein bisschen die Suppe da versalzen. Das fand ich nicht gut. Aber ansonsten war die Demo echt geil. Die Demo war echt cool. Ja, und ich find's super. Ich find's super. Da kann sich jetzt jeder angesprochen fühlen da draußen, der jetzt hier gerade das Video guckt, der da war. Egal in welcher Stadt, egal in welchem Land. Wenn du draußen was auf der Straße als Krach gemacht, dann hast du schon mal eine Sache im Leben richtig gemacht. Ja? In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Ich küsse eure dreckigen, versifften Eichels. Ja, wir sehen uns. Mahlzeit out, euer Excel.